Hey, herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Normalerweise mache ich keine Begrüßung dazu, aber ich habe momentan kein Internet und dadurch ist die Motivation zum Aufnehmen dann doch deutlich höher. Problem ist aber auch, wenn ich jetzt diesen Drecksdosenöffner nicht finde, dann habe ich auch ein Problem, weil ich nicht nachschauen kann im Internet, wo sich ein Dosenöffner befindet. Weird ist sogar, Olivia gibt mir den Tipp, dass man zu der Dosenparty hingehen soll. Aber die haben doch auch einen Dosenöffner gebraucht, oder nicht? Bin ich jetzt lost? Wenn ich mich richtig erinnere, letztes Mal, als ich mit denen gesprochen hatte, haben die auch nach einem Dosenöffner gefragt. Darum, ich bin verwirrt. Jo, Jungs, habt ihr inzwischen einen Dosenöffner gefunden, oder was? Jetzt fehlt nur noch unser Kumpel mit dem Dosenöffner. Hoffentlich hat er sich nicht im hohen Gras verlaufen. Ich mag da vielleicht was falsch verstanden haben. Das sah buggy aus. Ach, der wurde da umkreist. Lol. Überhaupt nicht geschnallt. Aber auch witzig, das ist so einer dieser, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese Skelett-Gumbas aus NSB2, ist. Was für eine Party, ja, Mann. Als ob der nicht den Dosenöffner hat. Was macht der denn? Auch mit seinen Zähnen oder was? Geil. Ja, kannst du mal diese Dose öffnen, bitte? Vielen Dank. Gönn dir, Alter. Gönn dir. Schnell machen wir aus ihm tot. So, Bruder. Fahr uns mal runter. Sehr schön. Bin entspannt hier. Tu einfach so, als wäre das hier eine Wildwasserbahn. Wieso braucht er jetzt meine Hilfe, um das Boot zu lenken? Der muss das. Der ist. Hallo, er ist der Typ, der sich ums Boot kümmert. Er ist derjenige, der weiß, wie das Boot zu steuern ist. Ist der lost? Allerdings frage ich mich, warum man Schnipsel werfen kann. Ich meine, was soll das bringen? Ich fliege einfach ins Wasser. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie irgendwelche Sachen fixen muss, aber I don't know. Obwohl doch, da drüben. Was? Es gibt einen Preis dafür, dass man, wenn man alle bekommt? Alle Münzen. Shogun-Lanze, wenn wir jetzt angekommen. Okay. Sollen wir das normale oder das Promi-Ding nehmen? Ich meine, wenn ich später irgendwelche Toads oder sowas nachholen sollte, dann sollte ich halt jetzt schon mal das Promi-Ding holen, ne? Ich glaube, das würde am logischsten sein. Darum mache ich das. Ich hab's ja. Lol, ich wollte das Herz aussagen, ich war verwirrt, aber es ist ein Tod. Ich hab's überhaupt nicht geschnallt. Der Sound, geil. Mal wieder Totenstille hier, was? Man kennt's. Was seid ihr denn für eine komische Truppe? Marisan, Bobo cool. Ein wie uns. Was ist? Ist es so ein Tanuki-Schwanz? Tatsache. Wir haben hier Origami-Sniffits. Alles klar. Gut, waren jetzt nicht so besondere Gegner, ne? Das sind einfach nur gescheit. Gut, ich weiß nicht, wie sie angreifen. Ich habe sie davor gekillt. Aber es sind eigentlich nur Stahlgeist mit mehr Leben. Was, ist ein Robo-Cooper? Als ob der ernsthaft ein Robo-Cooper ist, Alter. Lel. Gegner, die ich nicht erwartet hätte, jemals in Paper Mario zu sehen. Wurfstern-Dojo. Alles klar. Gucken wir mal, was wir da haben. Gewinne den begehrten signierten Baseball bei einem Sieg im normalen Modus. Warum Baseball? Warum gibt es hier ein Baseball als Gewinnding? Von dem Schuriken-Ding, Alter. Aber anscheinend ist niemand da. Das heißt, es muss wieder gehen. Hey, da vorne haben wir einen Ninji. Cool. Hey, Ninji, was ist denn los? Oh, heute ist Bambus-Rohrtag. Ach, Schande über mich. Ah, oh, der hat einfach nur keinen Bock. Ah, nee, der hat einfach nur keinen Strohhalm oder keinen Atemhalm. Warte mal. Was ist für Musik? Ist es nicht? Ist es nicht die Musik aus Mario Kart Wii? Maple Tree Way? Ist dieser Shy Guy mit dem Strohhalm eine Anspielung an Color Splash? Da hatten die auch alle einen Strohhalm. Hey, wir haben jetzt Hochsterne. Als ob. Ah, lol, das ist der Raum, den man am Ende des Trailers gesehen hat, mit den ganzen verschiedenen Masken. Okay, jetzt ziehen wir mal diese Goomba-Maske auf. Oder nehmen sie mit, anscheinend, alles klar. Hey, ich bin ein Goomba. Lost. So, was ist, wenn ich hier den Samus-Helm aufziehe? Weltraumkriegerinnen-Maske. Alles klar. Schönes Easter Egg. I like it. Das würde ich gerne mal am Samstag im Park versuchen. Geil. König des Urwaldsmaske. Ah ja. Ah ja, alles klar.
Dieses dumme Geräusch klingt fast wie ein Donk, Donk, Donkey Kong. Was? Verwandelt deine Schnipsel in zarte Kirschblütenblätter? Was soll das mir bringen? Warum nicht? Ich habe ja 5000. Gönnung. Was soll das mir bringen? Wenn ich das jetzt werfe, dann habe ich hier Kirschblütenblätter. Ist einfach dann nur so ein so ein Ding, was fürs Aussehen halt ist, oder was? Ich brauche exakt 21 Punkte, wenn ich mehr schaffe. Das was dann? Kommst du über 21 Punkte, kannst du deine Punktzahl wieder senken, indem du die Ziel mit Minuszahlen triffst. Alles klar. Okay. So, ich hab's jetzt. Instant geschafft, okay, alles klar. Hey, wir haben jetzt den Baseball. Den können wir jetzt den Knochen trocken geben. Probier jetzt aber nochmal den Expertenmodus. Mal gucken, was man da bekommt. Okay, ich muss auf 80 Punkte oder mehr kommen, alles klar. Lel. Das war natürlich auch nicht schlecht. Als ob ich 72 bekommen habe. Ich habe über 80, ich habe es geschafft. Ach, dafür kriege ich jetzt einfach nur so einen Schatzmini. Okay. Hier, nimm mal den Baseball, der wirft sich, glaube ich, besser. Hier legen wir den Knochen hin. Dann ist dieser Kettenhund auch mal uns nicht mehr im Weg. Lol. Warte mal, was? Es gibt einen Herzcontainer? What? Wie viel haben wir? Nochmal plus 20. Alter. Da wird jetzt nie gerechnet, einfach so. Ich habe Glitzerstiefel bekommen, einfach so random. Ich habe die einfach so aufgesammelt. Lel. Aus der Heimtücke, ah. Ninja-Parcours.